Noch ein letztes Mal schlendert Familie Stöffler-Bär durch die Werkstatt ihres Autohauses in Zuffenhausen. In jedem Winkel stecken Erinnerungen. Vor 70 Jahren gründeten die Eltern von Monika und Lothar den Betrieb. Morgen geht diese Ära zu Ende. Sehr emotional, es gab schon Tränen heute früh. Ich bin sehr wehmütig, es ist eigentlich doch mein ganzes Leben. Ich bin als Kind schon aufgewachsen hier und ich bin in das Geschäft reingewachsen. Doch altersbedingt und wegen großer anstehender Investitionen können die Geschwister nicht weitermachen. Aufgrund von Corona ist nun auch noch ihr Käufer abgesprungen. Aber wir haben jetzt leider eine Versteigerung hier, weil wir den Betrieb schließen, notgedrungen. Ja. Es schmerzt sehr, aber es war leider nicht anders möglich. Um die Versteigerung kümmert sich Auktionator Andreas von Brühl. Doch auch für ihn ist die Versteigerung eines kompletten Autohauses Neuland. Deshalb hat er seinen Geschäftspartner und Freund Thomas Sieglin mit ins Boot geholt. Wir fangen an mit Ersatzteilen, gehen über Werkzeug, also Handwerkzeug, über die Maschinen der Werkstatt und gehen dann zur Büroausrüstung. Ausstattung, um dann zum Schluss als Highlight die Autos zu versteigern. Seit heute Morgen können sich Interessierte vor Ort die rund 200 Objekte anschauen. Das ist auch morgen früh noch möglich, bevor die Auktion dann um 11 Uhr startet. Wir rechnen mit 50 bis 100 Leuten. Nach den Telefonaten in den letzten Tagen, es waren wirklich Telefonate von 6.30 Uhr bis 10 Uhr abends, dass Leute aus Polen, aus Frankreich, von ganz Europa angerufen haben. Es gibt hier viele regionale Werkstätten, es gibt viele Autohäuser und freie Autohäuser, die hier ein großes Interesse haben. Zu denen gehört auch Matthias Heidrich. Er ist heute Morgen einer der Ersten. Ich habe selber einen Kfz-Handel. Und das ist halt eine gute Gelegenheit, dass man ja um nicht so teures Geld dann was Ordentliches noch findet. Dass möglichst viele fündig werden, ist auch Monika Bär ein großes Anliegen. Ich hoffe, dass viele Dinge doch noch benötigt werden können und dass nicht alles vernichtet werden muss. Damit es morgen möglichst oft heißt. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten.